Bärnackel habt. Das ist kalt. Okay. Das ist so kalt. Olli, was geht? Was geht ab? Lange nicht gesehen. Bist du fit? Ja, normal, du? Ja, ich bin topfit. 10 Kilometer laufen heute. Ehrlich? Ja. Nach so einem Abend gestern? Ich meine, gestern Abend sind wir 10 Kilometer gelaufen. Der zeitliche Rahmen zum letzten Video ist eigentlich nicht mal 24 Stunden vergangen, richtig? Aber wir geben Vollgas nochmal im Dezember, oder? Wir gehen jetzt erstmal unseren guten Freund Bones besuchen. Leider ist gar so nett da. Das wäre zu brutal gewesen. Aber die Jungs supporten uns ja immer 187 und deswegen geben wir ein bisschen Support zurück und deswegen werden wir die auch ein bisschen supporten. Auf geht's, komm. Boah, ich habe geschlafen wie ein Baby, aber ich habe mich resettet. Mir geht's wieder gut nach 4 Wochen Abstinenz. Wir haben ja auch wieder am Start. Normal, ich war schon zweimal, dreimal trainieren. Auch schön wieder hier zu sein, gell, Festhalle? Ja. So, und zu Hause. Ja? Das sind immer wieder gute Erinnerungen. 100%. Was erwartest du dir heute von der Show? Ja, immer, wenn die Jungs kommen, ist immer eine geile Show und ist immer... Wir werden immer familiär behandelt. Was trinkt ihr lieber? Wodka oder Schnaps? Wir sind doch immer noch besorgt. Bisse? Hadi, sitz. Nee, ich bin scheiße. Hadi. Ist heute was ganz Neues, Christian, gell? Ja, gut. Moin, moin. Wie geht's? Wie geht's? Fazit, wie immer ein absolut geiles, krankes Konzert, wenn die Jungs aus Hamburg kommen. Und du siehst ja immer familiäres Verhältnis. Und der beste Manager Deutschlands. Hallo. Hallo Bruder, danke sehr. So, wir sehen uns morgen beim Training. Auf geht's. Wir holen uns genauso ein Ding. Für die Clubtour, oder? 100%. Wir haben doch auch eine Clubtour, was? Und denkst du nur, die machen eine Tour, oder was? Guten Morgen, Christian. Moin, moin. Was geht ab heute? Ganz schön kalt draußen. Definiere ganz schön kalt. Ganz schön kalt für ein Eisbad nach dem Training. Aber was sollen wir machen? Wir machen eine Ringeinheit. Genau, locker, easy. Einfach im Training bleiben. Ich war gestern auch noch Crossfit eine Stunde, eineinhalb. Und dann geht's weiter, Step by Step. Ist schon der nächste Kampf angesetzt ungefähr? Gibt schon was in Aussicht auf jeden Fall. Aber ist noch nicht sicher, deswegen können wir noch nicht so drüber reden. Eher Anfang oder eher Ende des Jahres? Beides. Heute wieder die schönsten Schuhe ausgepackt. Ja? Guck mal, man muss immer gut aussehen, egal wie. Auch wenn man nicht 100% gibt, aber gut aussehen muss man. Also heutige Training geht es darum, wenn unsere Takedown blockiert wird, wie wir in Kette weiterringen und unsere Takedown trotzdem bekommen. Irgendwie sowas. Aber beim Ringen kann man nicht erklären. Man sagt ja, Bilder sagen mehr als 1000 Wörter. Das ist die Bärnackelhand. Ein Schlag und die ist durch, ja? Da hängt die da hinten. Anders, du kannst deine Hand nicht so. So kannst du nicht machen. Sieht ziemlich gesund aus, wenn man das macht. Los, meine Post. Ey, was denkst du? Das ist doch auch kein Kindergeburtstag aus dem Haus. Das sah auch schon mal besser aus, ne? Ja, ja. Eine Sache, Single Leg, Single to Double. Ja, wir sind hier, Level Change. Bam. Viele von euch, ihr geht einfach so, nehmt ihr das Bein. Wenn ihr jetzt ein Bein nach hinten streckt, boom. Also, Single to Double. Boom, ich stehe rein, boom, sichern ihr sein Bein, wechseln zu Double. Ja, bam. Wenn ich merke, sein Gewicht, wie jetzt gerade, auf meine Schulter drauf ist, ja, hebe ich hoch. Boom, kann ich ihn leicht hochheben. Wenn ich merke, der arbeitet mit Crossface, bleibt
der arbeitet mit Crossface, Hand vor mein Gesicht und macht sich lang, stehe ich auf und schiebe ich. Natürlich, mein Ziel ist zu Doubling wechseln. Alles gesperrt, ich will hochheben, geht nicht. Bam, wechseln, boom, Double Leg. Das ist krass. Okay? Das ist halt mal. Scheiße. Unangenehm, ey. Ich weiß, was helfen könnte. Was? Das Eisbad danach. Aber nur die Nase. Nur die Nase rein, oder was? Danach spürst du gar nichts mehr in deiner Nase. Ich glaube auch. Da wird jemand rumgeschubst, das gefällt dir, gell? Das gefällt mir. Super! Rasa, der Coach ist ja Vollblutringer. Ja, ja. Wie viel Abstand würdest du vom Technik-Level, vom Skill-Level von dir zu ihm sehen? Welten. So stark? Ja. Technik, sehr gut, sehr, sehr stark. Danke, dass ihr da wart. Füße zusammen. Usa! Ich würde jetzt schon kann. Schnelles Fazit zum Training. Technisch sehr anspruchsvolle Ringeinheit. Ich bin zufrieden, Hauptsache bewegen, Bewegung bleiben. Das ist wichtig. Der Rest einfach nur wie denn Training, wie immer, wie man das sagt. Du bist ein Schüler. Hier, der hat mir heute Morgen was geschickt. Der Eisteller. Guck doch mal, was er macht, ja. Was macht der? Ja, guck doch mal. Soll ich da mitmachen oder was? Nee. Du gewinnst sowieso. Nach dem Training, wie immer, Proteinzufuhr. Darf nicht fehlen, wichtig für Muskelaufbau, Muskelerhalt. Aber auch Regeneration. Mit dem Code Champ bis zu 20% auf Protein. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Eisbad. Schweinekalt, aber heute geht es. Es ist 8 Grad, zum Glück haben wir keine Minusgrade. Weil viele schreiben, ob es noch Trainingsanzüge gibt. Es gibt noch wenige im Online-Gym MMA Spirit. Also geht auf die Seite und kauft euch einen geilen Trainingsanzug. Und natürlich, ich habe meinen zweiten YouTube-Kanal gestartet, meinen Highlight-Kanal für die Twitch-Sessions, sage ich mal. Dort findet ihr alle Highlights, ob es GTA Roleplay, Call of Duty, meine Reactions, alles kommt rein. Und, wir haben schon 3 Videos hochgeladen. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, wie es euch gefällt. Also, abchecken. Ich komme nie wieder raus, Olli, ne? Das weißt du ja. Du hast Allrad, oder? Ja. Aber das Auto passt zum Schnee, das muss man lassen. Ja, deswegen ist es extra so gemacht. Das sind auch die optimalen Schuhe für den Schnee, oder? Boah. Irgendwie ist da Meerwasser wie letztes Mal drin. Die sind doch die größten Idioten, Alter. Ich zitter jetzt schon, ne? Ich halte das jetzt schon mal fest. Wenn ich krank werde, kann meine Frau zu Hause dir das danken, nicht mir. Ich habe damit nichts zu tun. Nur weil ich dich motiviert habe, hier rauszukommen, oder was? Ja. Das ist auch wieder Kopfsache. Du redest dieses jetzt schon ein. Ich glaube, das ist dann... Das wird doch kein Gemüse. Weißt du, wie arschkalt das wird? Sag ich jetzt schon. Olli, ich mache als erstes schnell, okay? Ja. Ich kann da eh nicht lange drin bleiben. Komm, also so 20 Sekunden, ja, 20 Sekunden 30 Sekunden. Das krieg ich hin. Du musst wirklich atmen, dies, ja, das. Ja. Okay. Alter, das ist ja ein reißender Fluss. Olli, weißt du, wie kalt das ist? Ah. Weißt du, wie das ein reißender Fluss ist? Ey, weißt du, wie das geht? Oh, scheiße, ich hab die Warte. Bist du fertig oder was? Nein, warte doch mal. Ich schaff keine 20 Sekunden. Ich hoffe, dass ich einmal so reingehen kann. Weißt du, wie die Beine wehtun? Boah. Das ist ja alles Kopfsache. Ja, ja, scheiß mal was auf deine Kopfsache, Alter. Das ist so kalt. So kalt. Guck mal. Christian, es tut mir leid, die Kamera hat gerade abgebrochen. Du musst doch mal. Nein, niemals. Weißt du, wie das kalt ist? Olli, das tut, das wird dir all... Ja, ist dein Ernst, hä? Ja. Ich schwöre, es gibt Geldabzug, fertig. Ich schwöre, sind 15 Sekunden drin? Ja, ja, 15 Sekunden. Oh, oh.
Das ist wie gefroren auf der Haut. Ich schwöre dir. Ich puss die Hose aus, ich weiß, wie kalt die ist. Du Scheiße. Oder du Wichser, du Kleider. Boah, aber es ist geil, wenn du rausgehst, ne? Aber da drinnen, das ist die Hölle, Alter. Ich schwöre dir, du glühst einfach. Ha? Du glühst. Wie glüh? Stefan hat ja gesagt, Luft trocknen. Machen wir auch. Nachdem du schon mal Handtuch schon abgetrocknet hast, gell? Nee, ich wusste, dass du... Weißt du, wie kalt das ist? Der lag da einfach drin, als wäre es nichts, ne? Das ist doch komplett krank, Alter. Willst du noch mal rein? Was? Bloß ab von mir, Alter. So. Meister? Manch in Topform, aber... Ja, es geht. Gegen ihn wird. Jawohl. Jetzt bin ich gespannt. Aber das sieht doch cool aus. Das ist mal ein Eisbad. Das ist schon echt kalt. Das ist schon eisig. Ich kann das. Das ist für meinen Kopf kaputt. Und mal Gewöhnungsschnell dran. Ja, ja, Schwanz. Das ist top. Hey, wir haben dort eine gute Zeit. Ist nicht kalt. Der echt? Wird warm, ja. Aber das reicht auch. Komm. Du musst ja nicht übertreiben. Boah. Stell dir mal vor, du fällst bei einer Schifffahrt ins Wasser und so, das Eis kalt ist. Stell dir das mal vor, Alter. Ich starte halt zuerst mal angebracht. Also ich stehe jetzt gerade noch hier, Luft trocknen. Ja. Ich sag dir ehrlich, ich fühle mich top. Ja, das war, draußen war es geiler wie da drinnen. Du bist fertig mit der Welt, ich bin fertig mit der Welt, ich schwöre dir. Ich war schon fertig da vorne. Ja, ich hatte richtig Bock. Ich sag dir ehrlich, jetzt habe ich selber gemerkt, dieser mentale Unterschied. 100%. Ich habe mich noch nicht abgetrocknet, nix und mir geht's top. Dabei sein ist alles. Aber wir machen das weiter, wirst du sehen. Es wird von Mal zu Mal besser, wie am Anfang. Guck mal, wie lange ich das gemacht habe. Alles Kopfsache, hast schon recht. 90%. Wir wissen noch nicht ganz genau wann, wir werden aber auf jeden Fall 14 Tage die Eisbad-Challenge machen. Und dass ihr nichts verpasst, abonniert den Kanal, ganz wichtig. Uhrzeit habe ich komplett vergessen, aber dafür haben wir unseren Partner Connex, der 1.